Okay, herzlich willkommen beim Interview mit Charles Kuno aus Deutschland, dem Jonathan Seminarhotel am Chiemsee und bekannt für sein Buch Sein in Liebe. Magst du es mal hochhalten? Sein in Liebe. Das ist der gleiche Mann, man glaubt es dir. Und ich hier mit euch aus Bali, Ilona Selke, Autorin, ihr kennt mich, Weisheit der Delfine, das letzte, neueste Buch, Schlüssel zum Universum. Ich habe jetzt ein Coverpapier bloß dabei, aber so sieht das in Deutschland aus. Wir möchten heute über das Thema Frei sein, Verantwortung und wahre Freiheit sprechen. Es ist ein brisantes Thema im Moment in Deutschland. Wir haben gerade jetzt zur Zeit, wo wir mitten im vielleicht zweiten Lockdown gleich sein werden, was sich überall schon angebahnt hat. Freunde von mir rund um die Welt in Hawaii und in Australien und Neuseeland sind schon drin. Da ist dieses Bedürfnis, frei zu sein, wirklich gewachsen. Heute ist der Freiheitsunabhängigkeitstag von Indien. Den habe ich mir nicht bewusst so ausgesucht. Das Interview ist tatsächlich mit dem Thema Freiheit auf den heutigen Tag. Freiheit in Indien, Mahatma Gandhi, mit einer ganz non-violent way, ja? Mit einer non-violent way, heißt das auf Deutsch, Charles? Friedvolle, ja. Gewaltlose, friedvolle Art und Weise, die Unabhängigkeit bekommen durch kreatives Denken, wie komme ich in meine Autarkheit? Und gerade in Indien war das, lass uns wieder selber produzieren. Aber bevor wir weiter anfangen, wollte ich jetzt Charles mal ein paar Fragen stellen zu dem Thema und dann nehmen wir so abwechselnd teil. Es ist nicht ein Interview von mir, bloß an Charles, sondern auch Charles fragt mich dann Fragen, sodass wir gemeinsam sind. Wobei, womöglich vom Start auch, weil wenn wir von Lockdown reden, ich war überrascht, wie unkreativ die Menschen sind. Weil ich weiß nicht, wie bei euch die Regeln waren, aber viele sagten ja, wir hatten eine Ausgangssperre. Also in Deutschland hatten wir eine Ausgangsbeschränkung. Und du durftest zum Beispiel, Partner darfst du ja haben, Lebenspartner, ne? Mhm. Und die, denn woanders wohnen, die darfst du auch besuchen. Wow, immerhin. Und niemand hat gesagt, wie viele Partner du haben darfst, Lebenspartner? Ach nee. Niemand hat gesagt, wir kontrollieren, ob du mit denen Sex auch hast. Niemand hat gesagt, wie lange du schon mit dem zusammen sein musst. Ich habe aber Artikel gelesen, die haben gesagt, wenn du dann Sex mit jemandem hast, dann irgendeinem Partner von deinen Partnern, dann solltest du nicht einatmen. ja, ungefähr, wirklich. Ne? Dann Mundschutz tragen. Ganzkörperpräservativ, genau. Ja, alles, ne? Ah ja, aber gut. Aber das also, ist schon wieder mitten in der Freiheit, wenn die von außen was machen. Wie einerseits, was ist respektvoller Umgang und welche Bewegung haben wir da drin? Welche Möglichkeiten haben wir? Und zum Beispiel, wenn Kinder eingesperrt waren mit ihren Eltern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, oder ich habe es hier erlebt, die Leute haben ein wunderschönes Einfamilienhaus, womöglich sogar mit Swimmingpool, aber die Kinder durften sich nicht begeben. Was hat die gehindert, zusammenzuziehen und dann zu sagen, wir wohnen jetzt unter einem Dach? Und wirklich zu sehen, Kinder, okay, wir haben eine Krise und dann können auch 3, 4 Familien zusammenleben, aber dann müssen sie ja über den eigenen Schatten springen. Ja. Ja, kreativ sein im Moment. Lass uns mal, bevor wir jetzt in die ganzen Krisenfragen reinkommen, sagen, kannst du übergreifend mal sagen, was bedeutet für dich denn wahre Freiheit? Wo findest du für dich und wo hast du für dich in deinem Leben? Du hast Menschen in die Wüste begleitet, du hast Menschen in die Stille begleitet. Dein Hauptthema ist Achtsamkeit und wahre Liebe und wirkliche Präsenz. Und das bist du bis in alle deine Zellen, immer wenn ich bei dir in deinem Haus Seminare geleitet habe. Ein wunderschönes Seminarhaus, vegetarische Kost, ein Zusammensein, wo du auch deine Aura immer öffnetest. Du warst nicht nur der Inhaber, der irgendwas kontrolliert hat, sondern du warst mit deinem Sein da, du warst nahbar. Und erzähl mir mal von deiner Weisheit von Sein und Teilen und sich öffnen, was du so in deinem Leben gelernt hast und was Freiheit bedeutet für dich. Ja, vielleicht auch zu dem, was du sagtest, was ist Freiheit? Also zum einen ist es in uns zu finden und wir machen uns unfrei. Also es sind simple Sachen, wenn ich mein Leben lang beobachte, dass Menschen grundsätzlich mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen und sich dann wundern, dass sie Schulden haben und dann Sklaven von einem Bankensystem sind. Und ich weiß nicht warum, ich habe immer weniger ausgegeben, als ich eingenommen habe und dann konnten halt Sachen entstehen, also das Jonathan zum Beispiel. Super! Aber, ja, und es sind so simple Prinzipien, also wie bringen wir uns um unsere Freiheit?
Und genau. Dann auch jetzt, wenn du sagst Jonathan, sagst dein Haus, naja, gibt auch Leute, die sagen, wie lange hast du das Jonathan schon? Und sagt, man könnte es umdrehen, wie lange hat mich das Jonathan schon? Genau. Weil zu meinen, ich habe ein Jonathan, ist Unfreiheit in Potenz. Dann sind wir Sklave von der Idee des Besitzes. Oh, wenn dich das Jonathan hat, wer ist der Besitzer? Ich würde sagen, die Göttin. Ah, okay. Du, wo du das so sagst, ich sage, dass Leute, das, also wie ähnlich. Die Leute fragen mal, wie lange, warum und so, hast du jetzt Shambhala gebaut hier auf Bali, das Seminarzentrum? Und ich so, nee, ich habe ehrlich gesagt immer, das Universum hat uns hierher gebeten, damit wir die Aufpasser sind. Das haben wir zwar gebaut, aber ich hatte nicht mal die Lust und die Idee, denn weißt du, ich wollte nicht irgendein Hotelmanager werden. Und wirklich, ich glaube, und ich glaube, da sind wir schon beim nächsten Thema. Die Zukunft ruft uns förmlich in Welten hinein, auf den Weg. Ob du jetzt derjenige bist, der dann Zentrum leitet, das hängt von deinen Fähigkeiten auch ab, ja? Wenn die Göttin oder das Göttliche... Und aber bereit sind zu lernen. Das ist ja auch eine große Freiheit, ob wir unsere Fehler vertuschen oder ob wir aus ihnen lernen. Und die einen sind Sklaven ihrer Fehler. Ja, okay. Erzähl vermeiden davon. Fehler, anstatt sich zu freuen, einen Fehler zu machen, dann ist es kein Fehler, dann ist es ein Erkenntnisschritt. Und die Fähigkeiten erweitern sich. Und das ist für mich Freiheit. Wir haben hier auf Bali mit unseren Angestellten, auf Indonesisch sage ich immer, wir dürfen Fehler machen, aber wir lernen daraus, sodass wir die nicht wiederholen. Wir lernen. Weißt du, ist jetzt, wir können sagen, okay, das war jetzt nicht gut gelaufen. Ist nicht schlimm. Das war nicht gut gelaufen, das läuft demnächst besser. Das läuft gut. Das ist toll. Weißt du, so wertelos gucken, wo sind die Fähigkeiten, wo kann ich lernen, wo kann ich wachsen. Und diese Schuld rausnehmen, auch in unserem Umgang mit Angestellten und mit Mitarbeitern. Und wenn man das jetzt mal so traditionell, da habe ich ja Angestellte. Ne? Aber dieses schon Wissen, hier geht es lang, dafür braucht man auch Visionäre. Aber auch Wissen, dass jeder Mensch bereit ist, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen und auch für seine Fehler und daraus zu erwachsen. Und dann erzähl weiter. Dann sind es gar keine Fehler, dann sind es Lernschritte. Und für mich auch, die einen machen eine Mängelliste. Ja. Und du machst nur einen Begriff anders, dann steht drüber Chancenliste. Chancen. Also wenn ich als Begleiter in ein Unternehmen reinkam und da ist alles top organisiert und das Unternehmen macht Verluste, dann ist es schwierig. Aber wenn du reinkommst und merkst, da ist was und da ist was und das Unternehmen läuft einigermaßen, ne, dann siehst du lauter Chancen. Und es wäre sehr leicht, dieses Unternehmen auf eine neue Ebene zu bringen. Dann durfte ich denen auch beibringen, dass es nicht Mängel sind, sondern Chancen. Oder so, einfach was weiterentwickeln kannst. So, jetzt lass uns das mal auf das, wir sind ja hier als Zuschauer, ist ja kein Unternehmen, sondern Einzelmenschen meistens. Manche von Ihnen haben Unternehmen. Aber wie wenden wir das auf unser eigenes Leben an? Verantwortung und Freiheit. Ist ein Unterschied, weil für mich ist der Unternehmen eine Lebenshaltung. Also der Angestellte, einfach nur im Prinzip würde ich sagen, der Angestellte sagt, das kann ich mir nicht leisten. Und schuld daran ist der böse Chef, der eben nicht mehr zahlt. Und der Unternehmer sagt, was muss ich machen, um es mir leisten zu können? Du sagst es, wie kann ich kreativ mit der Situation der Begrenzung umgehen? Don und ich haben heute 2 Stunden im Bett gelegen und haben gesagt, also ich glaube länger, aber ich war 2 Stunden dann wach, okay. So 2 Stunden haben wir im Bett gesprochen und geträumt und kam, weil wir wirklich, weißt du, ich meine, jetzt ist es, wo wir gerade hören, Indonesien will im Moment noch keine Ausländer sehen. Was machen wir? Wir haben aber Angestellte, wo ich gerne sehen wollte, dass die Essen bekommen. Ja. Was machen wir? Und wir haben 1000 Ideen gehabt und eine war bombastisch gut, die Menschen zum Gebet führt, zu nach innen kehren und sich an die göttliche Kraft wenden, um einen Segen zu bekommen. So, und darin wollen wir Menschen unterstützen und werden das dann demnächst anbieten. Aber das war eine kreative Lösung. So, das ist jetzt der Arbeitgeber. Jetzt nennen wir mal jeder normale Mensch, der jetzt meint, er ist im Corona-Lockdown oder sonst was. Wie kann jeder in dieses Gefühl von, ich bin Unternehmer oder ich bin dieser Kreator meines Lebens kommen? Ja, du sagst es schon, wie komme ich in das Gefühl? Also uns erinnern, dass wir Schöpfer sind. Und für mich war durchaus in meinem Leben, zum Urchristentum zurückzukommen. Ich hatte wie die meisten bei uns durch die Kirche eine Störung, weil der strafende Gott ist eine wunderbare Marketing-Idee der Kirche, aber hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, nach meinem Bild. Ja.
Und er schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Das heißt, wir sind Schöpfer. Wir sind, wie du sagtest, Kreatoren. Und es geht nicht darum, das zu werden, sondern uns zu erinnern. Ja. Und das heißt ja auch, wenn ich weiß nicht, warum die Bibel gerade vorbeikommt, alle sind gerufen. Einige wenige. Kaum einer hört und fast keiner folgt. Ja. Und das, wo du vorhin gesagt hast, ja, ich das Ego, Ilona, hat sich nicht ausgedenkt, jetzt da ein Seminarzentrum zu machen. Genau. Sondern gab es einen Ruf und du bist gefolgt. Gefolgt. Und das ist, glaube ich, die Schwelle, darüber zu gehen, über das kleine, beschränkte Ego, in das, was wir wirklich sind, und es wirken zu lassen. Und dann geschehen auch Wunder. Und du wirst es erlebt haben, ich habe es erlebt. Genau. Weil für mich genau. Das Jonathan zu kreieren, Übung in Gottvertrauen. Wenn dann Probleme kamen, dann dachte das ich, oh, die muss ich jetzt lösen. Und dann macht er die Kurve. Ja. Und ich glaube, ich in der Trennung habe sowieso keine Chance. Genau, in der Abtrennung von der Göttlichkeit meinst du jetzt, ne? Mhm. Sondern? Und die zeigt sich ja unterschiedlich. Und dann geht die Tür auf und dann passieren Wunder. Da kommt einer rein, der in Deutschland führend ist in Farbgestaltung, der wirklich alte Methoden hat, wo er Mineralienfarben mit dem Handballen einmassiert, ja, und dann Lasuren drauf macht, Sachen, wo du nach 30 Jahren sagst, wow. Ja? Das gab Gefühl, ja. Ja, ja, das liebe ich ja in deinem Haus. Erst wenn ich klar bin, ich alleine, dann sagen genau. Du hast das Haus gebaut. Dann wären wir noch ziemlich am Anfang, wenn ich alleine das gebaut hätte. Und ich, also, ich könnte, genauso geht es. Also wenn wir uns öffnen und erinnern, dass der Teil in uns, der innerste Teil, der göttliche Funken ist, und wir uns öffnen und sagen, okay Gott, was jetzt und wie und was. Diejenigen, die das viel gemacht haben, und ich nehme an, einige von euch, die hier zuschauen, sind ja, ich würde sagen, die Mehrzahl, es sind ganz bestimmt schon Menschen, die sich immer öfter hinsetzen zu meditieren. Aber dieses sich bewusst werden, was jetzt läuft, das hat sich deine Seele ausgesucht, den Zeitpunkt dieses Jahrhunderts. Das hat sich deine Seele ausgesucht. Wir sind hier, weil wir so gespannt sind, gerade hier zu sein. Und die ganzen Herausforderungen im holographischen Sinn sind Widerspiegelungen dessen, was wir tief im Innersten glauben. Letztes Jahr habe ich mir mit voller Überzeugung gewünscht, absolut 300%ig, dass 30% CO2 Abstöße von der Menschheit reduziert werden würden. Jetzt hast du 50% erreicht. Oder wie viel haben wir erreicht? Ja, also ich weiß nicht, CO2 nicht ganz mal, aber sagen wir mal, wir haben einen Riesenschritt dahin gemacht. Ich habe mir jetzt natürlich nicht die Konsequenzen durchgegeben und ob das jetzt mit mir was zu tun hat oder nicht. Ich will bloß sagen, jeder von uns hat einen Teil zu der Schöpfung beigetragen. Hier. Genau, genau. Und wir alle waren uns klar, es braucht jetzt ist Neudeutsch eine Interruption. Notwendig. Eine Unterbrechung. Ja. Und meine Verschwörungstheorie ist ja ganz einfach. Ja, die Mutter Erde hat es gemacht. Ja, eine und höhere die Gewalt. Die chinesischen und Dinge. Und dann hatten wir ja schon einen Krieg im Raum. Ja. Und die harmlose Form war es, die Corona, um den Menschen zu zeigen, Veränderungen sind möglich. Ja. In der Geschwindigkeit, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt, in der Intensität. Ja. Und ob die Maßnahmen übertreiben oder nicht, ist mir vollkommen wurscht. Genau. Wir können jetzt sehen, Veränderung ist möglich. Und jetzt geht es darum, dass wir von Demo-Politiker das machen, für uns, mit der Mutter Erde zusammen, zu uns kommen und sagen, okay, bin ich bereit, für die Veränderung aufzustehen? Bin ich bereit, das zu leben und mein Leben dafür zu riskieren, einzusetzen? Und dann bekommt unser Leben Sinn. Ja. Und letztlich, ob wir es überleben oder nicht, spielt gar keine Rolle, nur überleben. Ist noch keiner lebendig rausgekommen, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, ne? Aber spannend ist ja, wie viele lebendige Tote gibt es? Ja, genau. Ja? Und sind wir bereit, unser Leben dafür einzusetzen? Uns ist vollkommen tatsächlich gleichwertig, ob unser Körper das überlebt oder nicht. Wir stehen auf und dann sind wir vital und dann leben wir es. Und wenn wir dann gehen in dem Moment, ist wunderbar. Nur wenn wir uns verweigern, sind wir in dem Moment tot. Und dann kommt natürlich auch die Krankheit. Ne? Und davon lebt unsere Krankheitsindustrie wunderbar. Oder gehen wir wirklich in die Vitalität? Jetzt sind wir Teil 2. Ach, ein herrlicher Beitrag von dir. Ich könnte dir die Füße abküssen. Na, küss mich doch. Ich habe jetzt meinen Computer wechseln müssen. Wir hatten vorhin den anderen Computer. Jetzt sehe ich etwas gelber aus, aber nun gut. Es bin immer jeder geht durch unterschiedliche Gesundheitsphasen.
Es ist sehr gesund. Es ist, du musst das gar nicht auf Gesundheit schieben. Es ist meine Natur. Ich strahle wie die Sonne. Ja, wir können auch das Gelb als Gold jetzt sehen. Also ja, wunderbar. Ne? Ja, du Indianer, rot und ich so chinesisch, goldgelb. So, jetzt erzähl noch mal von an die Göttlichkeit anbinden, Verantwortung übernehmen im täglichen Leben. Wie wird das aussehen? Aber da tatsächlich langsam, viele haben mit dem Begriff Gott eine Störung durch die Kirche und das uns einfach bewusst machen auch, ja. Weil das Gottbild ist ein falscher, kommt bei vielen Angst und Enge und Unterwerfung Sagen wir das Universum. Ja, aber nur zu sehen, ich denke, wir haben uns beide vermutlich mal von Kirchen gelöst und zurückgefunden, auch was das Urchristentum will, weil es ist eine Befreiungsmythologie, ja. Und hat mit dem, was bei uns praktiziert wird, nichts zu tun. Kennst du die Geschichte mit dem Wunden, wo der Franzl weiß, wenn man dreimal sonntags nicht in der Kirche war, kommt man in die Hölle, ne? Ach Gott. Und dann kommt das dritte Mal zu spät und die Tür ist zu und er klopft an die Tür und die machen, mein Gott, hilf mir, die lassen mich nicht rein. Eine Stimme kommt hinter ihm, ich bin Gott, die lassen mich auch nicht rein. Ja, also ich glaube, meine Zuhörerschaft zumindest ist angebunden und sucht auch die und weiß, die Verbindung von Bewusstsein nach innen bringt die Verbindung zu einer größeren Kraft und die letztendlich zu der wir, wie du gesagt hast, wir die Co-Kreatoren, die Mitschöpfer sind. Und in Anbetracht auf diese gegenwärtige Situation im Leben, kann ich sagen, jetzt sag mir mal aus deiner Beobachtung, ich sage dir dann meine Beobachtung. Ja, gerne. Welchen Menschen geht es gut, welchen Menschen geht es nicht so gut? Welche Elemente können wir uns abgucken bei den Menschen, wo es gut läuft? Erst die Umdrehung nach meinem Bild, wenn wir Angst vor unserer Größe und vor unserer Kraft haben, dann kreieren wir uns alles Mögliche, um da nicht hinkommen zu müssen. Okay. Und dann haben wir eine riesen Ausredenliste, warum wir nicht. Bei den Eltern, die ich hatte, ist klar, dass es nicht. Und bei dem Umfeld und in Deutschland sowieso und bei der Regierung. Und das führt natürlich in Enge und Drama. Ja. Aber wenn wir in unsere Freude, in die Kraft gehen und wirklich es riskieren, ja, und es ist ja egal, ob wir unser Leben als Unternehmen sind oder ein Projekt als Unternehmen sind, immer wo wir unternehmen was, ja. Und sind wir bereit, das Alte, das Bestehende, die Pseudosicherheit zu riskieren für das Neue? Und wenn wir in Mutters Bauch sind, ist ja auch wunderschöne Badewanne. Und es ist wunderschön da drin. Irgendwann wird es ja eng, ne? Nicht ewig lange, ja, genau. Und sind wir bereit, rauszukommen? Wir wollen mal erst eine Garantie, wie ist es da draußen? Ist es 10-mal so groß oder 20-mal so groß, ja? Und habe ich die und die Sicherheit, ne? Und darum haben wir den Kaiserschnitt jetzt auch verstärkt, damit die Menschen nicht durch diese Krise, durch diesen Engpass. Okay. Und wir verraten, die Frau ist keine Fehlkonstruktion. Dieser Engpass ist richtig. Ja. Wir lassen alles Unnötige zurück und gehen durch. Und die Essenz nehmen wir mit. Und wenn ich den Leuten sage, sie haben Angst, ihr Vermögen zu verlieren, sage ich, wie denn das? Ja, nein, unser Vermögen, unser echtes, hat nichts mit Geld zu tun. Was vermag ich? Was mag ich? Was sind meine Talente, meine Fähigkeiten? Mhm. Und wenn wir die zur Verfügung stehen, haben wir jeden Moment Fülle. Und wenn du jetzt mal in deine Umwelt schaust, die Menschen, die jetzt glücklich sind, was für eine Lebenshaltung haben die oder was machen die und wie leben die gerade? Mir kommt der Seneca, der sagte damals schon, dem Genügsamen lauert überall das Glück. Den Ungenügsamen werden auch zwei Königreiche nicht glücklich machen. Also bin ich im Moment und sehe dieses Wunder, kann ich da draußen gehen und die Blumen sehen, kann mich freuen, dass da Mangold wächst bei uns, die Sonnenblumen sehen und einfach dieses Wunder, das überall sind, wahrnehmen und mich von diesem Wunder inspirieren lassen. Ja. Oder da wächst da neben der Sonnenblume, läuft ein Löwenzahn, der soll da nicht sein, oder? Ja? Ich darf nur 3 Meter vor meiner Haustür. Schlimm, schlimm, schlimm. Ne? Ja. Und sehen wir wieder die Chancen oder die Enge? Und gehen wir den Chancen nach? Und da ist so viel möglich. Also, du hast vorhin gesagt, dass du auch das Bild mal hast, dass Jonathan Fluchtort wird in der Krisenzeit. Ja. Da sagt er, wie viele Leute Kinder leben? Denn er kommt darauf an, wie sie leben will. Wenn jeder sagt, ich brauche mein eigenes Zimmer oder zwei. Aber letztlich, wenn jeder sagt, ich brauche einen guten Schlafsack und ein Zelt, dann können auch 500 Leute hier sein. Ja. Und die Frage, sind die 500 Leute bereit, was beizutragen oder wollen sie haben? Ja? Und das ist
Man kann es ja dein Leben sehen. Wo warst du immer bereit zu geben, zu schenken? Mhm. Und zweite Fähigkeit, kann ich empfangen? Oder schicke ich alles, was ich bekomme, weg? Also ich meine, bei mir, ich habe immer im Geben liegt das Empfangen. Also man kann sich gar nicht retten vor so viel Güte, die dann auf einen zukommt. Wenn jetzt die Frage ich mal beantworten würde. Ja. Den Menschen, also ich habe mir wirklich jetzt mal ein bisschen die Leute angeguckt, denen es gut geht. Das sind alles Menschen, die sagen, es ist so, wie es ist. Ich mache aus Zitrone Zitronensaft. Und überhaupt haben die meisten von denen die Fähigkeit gehabt, die Zukunft kommen zu sehen. Ja. Subtil, irgendwie. Die haben gemeint, okay, sie bereiten sich schon vor auf eine Welle, die kommt. Wenn ich jetzt surfen gehe, ne, dann gehe ich im richtigen Moment rein. Nicht gerade dann, wenn das Wasser ganz flach ist, sondern wenn sich hinten das Wasser gerade aufbäumt. Nicht in dem Moment, wo die Welle groß ist, gehe ich erst rein. Also ein gewisses Verbindung zur Zukunft und Vergangenheit im größeren Sein, die meines Erachtens nach stellt die sich ein, je inniger wir werden mit der Göttlichkeit oder mit dem Universum, desto mehr erweitert sich unser Stehplatz des Seins. Also unsere Kapazität der Größe erweitert sich. Und wir empfinden Zukunft und Vergangenheit als Teil unseres Seins. Das ist nicht, also für mich, dieser Satz, sei jetzt hier, be here now, den habe ich immer nie ganz verstanden. Ich habe immer gesagt, in welches jetzt soll ich mich da rein? Also nur diese Sekunde oder das alles, was ich kommen fühle und sehen, noch in der Vergangenheit fühle. Da kam eine Frau zu uns in das Shambhala-Seminarzentrum hier und erzählte, sie lebte mit den australischen Ureinwohnern. Und sie sagt, ich sage ja, wie erleiden denn, wie halten die denn zum Beispiel das ganze Leiden aus? Ne? Also dann erzählten wir, wie die lebten und wie sie unterdrückt worden sind und alles. Und da sagte sie was unwahrscheinlich Wichtiges. Und ich glaube, das wäre wichtig für uns alle. Sie hat gesagt, die australischen Ureinwohner haben ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit. Die sehen sich nicht in diesem Mini-Ausschnitt von Moment. Die sehen sich als ein ganz großes Wesen von einer großen Vergangenheit und großen Zukunft. Die leben in einem viel größeren Zeitrahmen und relativieren den momentanen Schmerzfunken, also das Schmerzempfinden, in die Größe des Seins. Also wie du gesagt hast, bereit zu sein, mit weniger auszukommen im Moment. Es ist ja auch nicht darauf anzulegen, was habe ich alles, sondern wofür kann ich alles für dankbar sein? Und die Sterne über dem Kopf zu haben, die Möglichkeit, bewusst zu sein, ist das riesigste Geschenk des Universums. Dass wir wählen können, was wir wahrnehmen, wofür wir dankbar sind. Allein, dass wir Schönheit wahrnehmen können. Und du hast das eben mit der Sonnenblume angesprochen. Ich glaube, diese Fähigkeit, Schönheit in jedem Moment zu entdecken und dankbar dafür zu sein, sind so zwei Grundhaltungen, die uns ermächtigen. So, und dann habe ich jetzt Freunde angeguckt. Wem geht's gut? Sämtliche Leute, die ich kenne, arbeiten alle. Und die fluktuieren, die haben massig an Aufgaben, die arbeiten von zu Hause, egal von woher. Ich habe mich gewundert, wie kommt das? Ne? Habe ich jetzt gerade nur eine bestimmte Menge an Menschen? Das sind welche, die sind mit der Uni zusammen, welche sind Freikünstler. Ich glaube, das hat was mit der Fähigkeit zu tun, im Fluss, wie du sagst, zu sein und lebendig auf den Moment zu reagieren. Im letzten Moment zu sagen, ich ziehe von einem Land ins andere. Ein Freund von mir, der war in Hawaii und dem wurde in dem Moment aber ein Platz auf Australien angeboten, aber ganz oben bei Brisbane, in einer Kommune, wo die Essen anpflanzen. Und er ist hin, die haben ihn eingeholt und dann wurde Lockdown gemacht. Weißt du, das ist so wie das Universum passt auf uns auf. Die Geschehnisse, die sind immer mal so. Die Mongolen, Napoleon, Russen, irgendjemand kommt und geht wieder. Was wir dann machen, ist dann unsere Freiheit. Du hast eben was Schönes noch aufgeschrieben. An einer Stelle würde ich dir widersprechen. Erzähl. Du hast gesagt, die haben alle Arbeiten, die arbeiten alle. Naja, wirklich, es sind ja viele Menschen, die jetzt im Moment im Lockdown sind und die nicht, ich habe kein Problem mit Arbeiten. Also ich Frage, wie ist Arbeit definiert? Also, dafür habe ich es positiv definiert. Ne? Okay, so, du meinst jetzt Der Arbeiter ist ein Lohnempfänger, das ist ein Sklave.
Und die Sklaven haben alle Angst, dass der, der in Lohn zahlt, die anderen, ich sage, sie wirken. Und sie machen das, was sie machen, nicht primär wegen Geld. Und dass das Geld auch kommt. Und das ist ein Ding. Aber das Ziel ist nicht Geld, sondern einfach einen Beitrag leisten. Und dann wirken wir und arbeiten nicht. Und das ist für mich der Unterschied im Moment. Dass Schön. Die Menschen, die wirken und zur Verfügung stehen mit ihren Talenten, da ist Fülle und da fließt. Aber die denken, jemand muss mich versorgen. Ja. Over, tilt, shut down. Ja. Das ist so diese Grundhaltung. Kann ich kreativ sein, egal wie? Und wie komme ich dahin? Ich will schon sagen, wir sind unterschiedliche Wesen in unserer Entwicklung. Wir sind alle gleichwertig im Auge Gottes, aber wie lange wir schon inkarniert sind als Mensch und wie intensiv wir schon was gelernt haben, das ist unterschiedlich. Und ich will die Leute, die Straßenkehrer sind oder Leute, die Arbeitnehmer sind oder, weißt du, Wald den Teer aufwalzen, die wirklich abhängig sind von einem Arbeitgeber, die sehe ich genauso in ihrer Entwicklung als Menschen, die Königreiche führen, weil jeder muss seinen Teil machen, damit alles läuft. Und ja, aber kann sein, dass der Teerwalz gar kein Arbeitnehmer ist, sondern er macht es aus Freude. Er bereitet für dich die Straße, dass du nahe fahren kannst. Das ist die innere Haltung. Ja, okay, gut, die innere Haltung, davon sprichst du schön. Ja. Und es kann jemand an der Kasse im Supermarkt sein und jemand sprach gerade, ja, wenn jemand nur Verkäuferin beim Lidl ist, mir sagte, hey, das sind so wunderbare Menschen, die strahlen die Menschen an, die schenken ihnen Lächeln. Ja. Wo stellst du dich über die? Ja. Das kann genau das Beste sein, wo er seine Entfaltung lebt und Herzen berührt. Und was würdest du ohne die Verkäuferin machen? Nix, absolut nichts. Ne? Also das wirkliche Schätzen von allen von uns, ja. Ah. Weißt du, ich finde das so schön, dass du von deinem Zufluchtsort Jonathan, der Arche Noah Jonathan sozusagen, gesprochen hast. Denn, seien wir mal ehrlich, einige von uns Wesen, die visionär unterwegs sind, Pioniere, die haben aus welchem Grund angefangen, Überlebensschiffe zu bauen, Gemeinschaften. Das war in vielen Gedanken. Ne? Einige haben es einfach gemacht, wie du und ich. Ich habe das Seminarzentrum nicht gebaut, weil ich ein Seminarzentrum machte. Das baute sich, weil ich eigentlich ein Stück Land anderen Freunden geben wollte und die konnten da nicht. Und dann musste ich halt ihren Platz einnehmen und plötzlich hatten wir ein Zentrum. Aber ich habe damals schon zum Don gesagt, das wird ein Zufluchtsort sein. Leute werden, und weißt du, ich persönlich meine ja, die Eiszeit kommt. Ne? Der Golfstrom ist schon schwächer geworden. Und ich würde dem lieber früher als später in die Augen gucken. Also Gewächshäuser anlegen und solche Sachen sind ganz wichtig. Näher zusammenkommen, damit wir das gut wärmen können. Oder? Genau. Anstatt aber zusammenkommen zu und genau. Und zusammen das Überleben meistern. Also wieder wirklich wie früher in den Tribals zusammenkommen. Und dann hat man auch diese Ego-Allüren nicht mehr. Wenn wir müssen, dann müssen wir zusammenhalten. Und deshalb frage ich, wie bringen wir es? Für mich ist ja, wo sind wir gut gehimmelt und gut geerdet? Ja. Und wenn du nochmal Jonathan warst, darum haben wir ja vor 2 Jahren eine Stiftung gegründet, eine gemeinnützige Stiftung, die auch noch Bewusstsein heißt, weil ich denke, die Veränderung passiert über Bewusstsein. Wenn wir absolut bestimmte Sachen verstanden haben, können wir gar nicht mehr zerstörerisch handeln. Du kannst keine Mülltüte zum Autofenster rausschmeißen, wenn du den Zusammenhang siehst. Ja. Ja? Und die Empathie. Ja, und wenn jemand neben dir im Auto das macht, du bleibst stehen und holst die Tüte und tust wieder ins Auto rein und fährst weiter. Du sagst gar nichts, ne? Ja. Also, das ist Handlung. Und darum haben wir auch das Jonathan, weil das Vermögen, viele sagen, ja, das ist dein Jonathan. Sagen, na, es war immer ein Geschenk. Ja. Und jetzt haben wir es halt in die Stiftung rein. Jetzt ist zu 60% drin und die Betreibergesellschaft von zu 100. All dieses Vermögen, das entstanden ist natürlich, einer Idee gewidmet, war und ist. Und dann schafft man halt auch die Rechtsform. Und eine Stiftung ist auch in Krisenzeiten anders geschützt als ein Privatunternehmen. Aha. Mhm. Also rechtlich gesehen, ja. Da kannst du auch in der Vergangenheit schauen, was ist da passiert. Und klar, wir können aus der Vergangenheit lernen und uns auf eine Art vorbereiten. Ja. Was der Moment ist, wissen wir dann auch nicht. Aber wir sind fähig, aus dem Moment zu handeln, wenn wir im Vertrauen sind. Ja. Du sagst, Felix, da ist irgendein komisches Gefühl und dann stehst du auf und gehst raus. Mein Tsunami in Japan. Die einen haben den Ruf gehört, sind aufgestanden, gerannt, weil die Botschaft war, renn. Ja. Und die haben gesagt, erst noch das und dann renne ich. Teilweise haben wir es trotzdem überlebt und konnten dann berichten. Sind wir bereit zu hören, zu folgen.
Genau. Und ich glaube, diese innere Freiheit, also die Freiheit, die wir haben, ist die Fähigkeit, die innere Größe wahrzunehmen, das Universum, dem Universum zu hören, zuzuhören und uns leiten zu lassen. Und ich glaube, bei Zeiten den Satz uns einzuprägen, ich bin immer am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und tue das Richtige. Ich bin geleitet, geführt, geschützt. Wenn ich geleitet bin. Richtige. Ja. Genau. Und wenn ich diese Anbindung an das Göttliche lebe, dann weiß ich auch, dieses, was ich jetzt erlebe, ist eine Widerspiegelung von meinem Inneren. Wie gehe ich damit um? Wenn ich mal ehrlich bin, kann jedes Gefühl, jedes Erlebnis hinterlässt ein Gefühl in uns. Wir können mit diesen Gefühlen mit uns in uns reden. So mache ich das, habe ich das in den Seminaren bei euch mal unterrichtet. Dieses holographische Prinzip, so innen wie außen, nach Hermes, besagt es, was in uns ist, ist ja letztendlich nur das, was wir auch äußerlich widerspiegeln, in Energieform. Und wenn wir mit dieser Geburtsmasse arbeiten können, dann können wir auch das Potenzial entfalten. Aus Angst wird Stärke und Mut, aus Ärger wird Mitgefühl und Vision. Und die Überlagerung von zwei sich polaren Punkten, weißt du, hier einmal die Angst, hier die Vision, da will ich hin, da will ich eigentlich sein. Wenn man die vereint, was ich in all den Kursen und Materialien Schritt für Schritt unterrichte, die ich bei dir unterrichtet habe, die ich in den Büchern beschreibe, dann haben Menschen gelernt, dass sie in einem flexiblen Universum leben. Das, was sich als stabil von außen darstellt, das ist wirklich eine Reflexion dessen, was ich fähig bin, in mir wahrzunehmen. Und deswegen wollte ich mit dir heute an diesem Freiheitstag am Montag ist der Freiheitstag von Indonesien. Okay. Über Freiheit sprechen. Auf der einen Seite die Freiheit, wenn wir denken, ich bin immer von meinen Eltern und von dem Umfeld und von meinem Arbeitgeber und so gemacht, gedrückt, unterdrückt, dann wird das auch morgen nicht anders sein, wenn ich irgendwo anders hingehe oder eine andere Struktur aufbaue. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich bin Kreator und ich habe dieses Umfeld um mich herum gebaut und och, das gefällt mir jetzt mal nicht und ich stelle mir was anderes vor. Du, ich bin hier auf Bali, außer dass jetzt keiner reinfliegen kann, hat sich kaum was verändert. Wunderbare Natur dort, gell? Hä? Wunderbare Natur. Ja, ich sitze am Meer, ich habe Sonne, wir haben 9 Monate Sonne hier. Wir haben, ich mache meine ganze Online-Arbeit ohnehin. Du weißt, dass ich letztes Jahr, als ich bei dir im Jonathan saß, gesagt habe, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich in Deutschland ein Seminar leite. Und die Leute so, nee, wieso, warum? Ja, ich habe das so im Gefühl. Letztes Jahr im Sommer habe ich das Gefühl gehabt, es wird Essensknappheit sein. Und was hast du gemacht? Gemüse angebaut. Gemüse angebaut, ein Gewächshaus angebaut. Ja, logisch, ja. Da. Und aber nicht erst. Wohl wissend, du kannst Gemüse günstiger kaufen, aber in dem Moment, wo es knapp wird, und darum ist es schön, ohne Zwang zu lernen, Gemüse anzubauen. Ja. Und überlebensfähig zu sein. Wir haben auch unsere Permakultur her. Ja. Und es ist wunderbar, da ist noch viel mehr möglich. Aber ja, es gab keinen Druck dazu. Wir üben damit. Genau. Und wir verbinden uns mit der Natur. Ja. Also, was wir hier haben, ist auch Hydroponics. Ich glaube, das gibt es auch in Deutschland und das kann man indoors machen, auch mit UV-Licht sogar im Notfall, ne? Weil man ja auch im Winter damit rechnen muss, dass weniger warm draußen ist in Europa. Ne? Also, wie dem auch sei, es gibt viele kreative Möglichkeiten. Wir müssen schon ahnen, was kommt und bereit sein, auch das zu sehen und jetzt schon was dafür zu tun, auch wenn das noch nicht dringend notwendig ist. Und wenn du bei Indoor bist, zu lernen, Sprossen zu pflegen, was brauchst du denn wirklich zum Leben? Du brauchst ein bisschen Getreide, brauchst ein paar Sprossen, schönes Wasser, schöne Luft und natürlich ein nährendes Beziehungsfeld. Umfeld. Ja. Du Charles, ich liebe deine visionäre Arbeit und vor allen Dingen, ich bin so begeistert, weißt du, im Grunde genommen, und das wusste ich jetzt nicht wirklich, aber wie viele Sachen, die ich sage, sagst du auch. Ich habe ja mit dir noch nie ein Interview gemacht. Aber ich bin so baff. Ich denke, das sind alles Worte und Gedanken, die ich sage, die ich schreibe. Du sagst die gleichen. Klar, und wir sind jetzt natürlich auch Menschen, die gewissermaßen inspirationsangebend für viele andere sind. Und deswegen finde ich es wichtig, in so einem Interview auch zu sagen, was können jetzt Leute und Menschen, was kann jetzt jeder von uns machen? Was kann heute, womit kann jemand anfangen heute? Hättest du mal ein paar Schritte zum... Ja, so eine schon,
Bei uns fängt gerade eine junge Frau an, die, als Lehrling auch, die war in Graz in der Leistschule, wo es auch neue Systeme, wo Schüler Schüler unterrichten. Und dann festzustellen, wenn jemand, der in Mathematik erst sich gequält hat und dann es verstanden hat und jetzt ganz einfach ist, wenn der das den anderen Schülern vermittelt, der Lernquote ist Faktor 10, als wenn irgend so ein, sag ich mal, ja, bewährten, arroganter Lehrer, der sagt, warum kapieren die Deppen das nicht, ja, aus der Haltung ist. Und wo kann eine ganz andere Dynamik im Miteinander sein, ja? Wo war es früher ja auch normal, dass Kinder einfach ein Rudel waren im Dorf und die Größeren auf die Kleinen aufpassten und so weiter. Heute fahren die Eltern ihre Kinder einzeln von der Veranstaltung zu der Veranstaltung. Es ist nur Irrsinn. Wir leben sehr teuer auf sehr niedrigem Niveau. Und wo sind es neue Gemeinschaften, wo wir zusammenkommen und plötzlich einen Bruchteil des Geldes brauchen, um auf einem höheren Level zu leben. Und zu fragen, was ist das Level? Was ist nicht der Konsum, sondern wo Menschen in Verbindung und füreinander da und unseren Erkenntnisweg. Das ist ja, wo du sagst, da gibt es Parallelen. Ja, du bist durch deine Höhen und Tiefen im Leben gegangen und ich auch. Und viele andere auch. Aber wo vermeiden auch viele noch und bleiben in der Komfortzone? Ich muss immer gucken, wo waren meine Tiefen? Weißt du, das ist lustig. Wenn man, wie du vorhin gesagt hast, alles als Lebensstufen betrachtet, dann kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, dass das Tiefen waren, sondern das waren Herausforderungen, Zitronensaft, aus der du Limonade gemacht hast. Ne? Also, und wo du früher die Zitronenschale weggeworfen hast und heute verwendest du, weil du weißt, sie ist so wertvoll. Ja. Also ich glaube, du hast auch vorhin einen wichtigen Satz gesagt, einmal die innere Angebundenheit und auch, und das war der zweite Teil, und das sehe ich oft, Fülle und Mangel nicht mit so großem Schrecken sich anschauen, also vor allen Dingen den Mangel. Je mehr Angst man vor Mangel hat, desto mehr kann man, oder desto mehr landet man dort, desto weniger kann man sich die Fülle vorstellen. Und Mangel ist eigentlich, Wüsten gibt es auf der Erde. Man kann sich mit Wüsten anfreunden und plötzlich aus der Wüste ein Reichtum erleben. Und anstatt zu sagen, Wüsten ist die Hölle der Welt, sondern wie du, Wüste ist der Punkt, wo die Freiheit anfängt. Sag du mal ein Wort dazu. Kargheit und Fülle. Naja, du hast das Wüstenbeispiel gebracht. Es gibt ja Menschen, die Wüsten wieder befruchten und wunderbare Pflanzen ziehen. Aber sie investieren. Also sie geben erst was rein, ohne eine Garantie, dass es klappt und dass was zurückkommt. Und sie gehen ins Risiko. Und deshalb bei allem. Geben. Eine Beziehung auch. Eine Beziehung braucht Pflege und braucht, dass wir was geben. Und wenn wir geizig werden, dann können wir uns beschweren, dass der Partner jetzt so geizig ist. Ja? Das ist es. Das ist es. Gib das, was du empfangen möchtest und du wirst irgendwie und irgendwann das zurückbekommen und von wem auch immer. Aber viele haben Muster, dass sie nicht empfangen können. Und sagen, zu mir kommt ja nichts, aber sie stehen so da und schicken alles weg. Ja? Und auch der Grundglaubenssatz. Also mal, das Arbeiten an Grundglaubenssätzen. Ich habe jetzt einen Jahreskurs, wo Leute sich an jedem Tag, also wann immer sie wollen, anfangen. Das geht dann über ein Jahr und wir treffen uns einmal im Monat, meditieren zusammen. Da ist ein großer Aspekt, auch entlang den Entwicklungsstufen im Kurs Leben aus der Vision, wo wir über Werte, Prinzipien, Ethiken und Glaubenssätze sprechen und wie man da drankommt und viele kleine Beispiele und Übungen dazu. 10 € im Monat, du. Ich gebe das. Naja, für mich ist es wunderbar zu sehen, wo du aus deinem Bali-Lockdown Samen in die Welt schickst und Menschen inspirierst. Ja? Ja. Sagst du, dass ein bisschen was an Geld rüberkommt, wunderbar, aber das Anliegen ist, meinen Beitrag zur erwachenden Welt zu geben und Grundprinzipien zu vermitteln und Freude. Und dass da dieses Arbeiten an Glaubensgrundsätzen, da habe ich früher dran vorgestanden mit 20 Jahren, was sind meine Glaubensgrundsätze, wie soll ich die entdecken? Und ich gebe jedem von euch jetzt mal einen Tipp, ein paar von deinen Glaubensgrundsätzen zu entdecken. Wie Charles es eben sagte, ne? Du willst wohin? Aber wenn du dann denkst, nee, kann ich das wirklich? Darf ich das jetzt? Kann ich das? Will ich das? Was kommt in dir dabei auf, während du dir deine Erfüllung vorstellst? Hör den Teilen hinzu, die sich zusammenziehen im Bauch oder ärgerlich sind oder zweifelhaft sind. Ne? Hör den Teil zu und sag, oh, wo hast du denn angefangen? Was willst du denn sagen? Wo geht's denn bei, was ist denn da los? Und so ein bisschen wie so ein kleines Pflänzchen, was vielleicht ein bisschen verkommen ist. Oh, was willst du denn wirklich?
Der nicht so gute Glaubenssatz will auch in der erfüllten Zukunft ankommen. Aber den muss man erstmal entdecken. Vielleicht hat man den gelernt, als man, weißt du, ich habe Grundglaubenssätze gegen Grundbesitz. Ich habe einen Grundglaubenssatz, der sagt, Nomadenleben ist die einzige wahre Variante hier auf Erden. Und das Universum hat mich in 10.000 Häuser gesteckt, damit ich endlich lerne, dass es weder von Besitz noch von Nichtbesitz abhängig ist. Aber wenn du am Besitz klebst, bist du besessen. Dann ist man verhaftet. Ne? Aber das hat nicht mit entweder oder zu tun, ob man jetzt das hat oder nicht, sondern dass man der freie Geist ist, der kreiert und schöpft. Aber du hast vorhin gerade so zwischen den Zeilen ganz schnell ein Grundprinzip gesagt, wo du vorhin erfährst, was brauchst, um in der Fülle zu sein, glücklich zu sein und auch sicher zu sein. Und deins war wieder die Annahme. Das heißt, unsere scheinbaren negativen Glaubenssätze erstmal annehmen und sagen, ja, du bist da und den kennenlernen. Ja, genau. Und wie viele Seminare, wie viele Therapeuten sind beschäftigt, werde deine negativen Dinger los. Du wirst sie nicht los. Nee. Du kannst sie deckeln, integrieren und sie beherrschen dein Leben. Wenn du sie annimmst, ein Freund von mir kam aus der Wüste wieder und sagt, oh, jetzt kam wieder mein dunkles Ding. Und das erste Mal, ich habe eine Aktivität und Freude besucht, zur Freundin und alles mich abgelegt. Ich habe mich mit den Dingen ans Lagerfeuer gesetzt, habe sie kennengelernt. Die sind ganz anders, als ich gedacht habe. Wunderbar. Es und das ist hast genau du vorhin beschrieben. So. Ja. Dieses Ja zu allem, was sich zeigt. Ja. Und jedes Nein bringt uns in ein Problem. Ja. Das heißt nicht, dass du bleiben musst. Wir haben im Deutschen ein wunderschönes Wort. Gelassenheit. Und das ist das Prinzip, was du beschrieben hast. Dinge so lassen zu können, wie sie sind. Erstmal annehmen. Und aus diesem Ja dann hinschauen. Und in dem Ja passiert die Veränderung durch Bewusstsein. Ja. Und das ist ein ganz anderer Weg, als irgendwas zu bekämpfen. Man hat vorhin gesagt, wir können jetzt Regierungen bekämpfen. Ja. Damit stärken wir die. Ja. Die fahren von alleine ins Abseits. Ja? Ich merke es ja bei uns in Deutschland, die sagen, alles, was hilft, ist Impfung. Alles, was hilft, ist Konsum hoch. Schaukeln. Und die Leute sind da, wirklich? Ist das das Einzige, was helfen kann? Ja. Und die Bevölkerung schaut da und sagt, seid ihr wirklich so beschränkt? Also die fahren sich selber ins Abseits, aber sind wir da mit dem Neuen? Wir müssen uns um das Alte gar nicht kümmern, das macht sich selber kaputt. Wundern, ne? Nichts Unwirkliches hat Bestand, nichts Wirkliches kann in Gefahr sein. Kann wirklich weggehen, kann man von dem vertrauen. Bleiben wir mit unserer Liebe einfach da und ja, egal was im Außen passiert, bleiben wir in dieser Mitte. Und ich glaube, wenn wir anerkennen, dass das, was wir außerhalb von uns sehen, was mit uns zu tun hat, und endlich mal anerkennen, dass wir in unserem eigenen Film sitzen, dann kreieren wir auch den Film, den Himmel auf Erden oder was immer uns als Lieblingsfilm einfällt. Und wenn wir dranbleiben, auch mit dem Bewusstsein, ich ziehe mich mit meinem Resonanzfeld in die Welt, die zu mir passt. Und dann frag dich, passt dir die Welt, wo du bist? Wenn nicht, möchtest du lieber am Strand sitzen? Möchtest du lieber am See rumlaufen? Was möchtest du gerne? Tu es. Weißt du, dir sind die Chancen offen. Du kannst dir das Feld vorstellen. Und der Weg dahin, der wird dich schon ziehen. Also du musst erstmal wissen, was du wirklich möchtest. Nicht im Gegen etwas kämpfen. Da bleibst du, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Teersäule wäre. Und wir würden dagegen kämpfen. Wir würden tiefer und tiefer uns da reinmischen. Du musst gelassen sein, erstmal sagen, da ist eine Teersäule und wo will ich eigentlich wirklich hin und dieses Resonanzfeld zunächst in dir selbst aufbauen. Nicht indem wir sagen, die bösen anderen außerhalb, die kontrollieren mich, sondern sagen, ich muss anscheinend irgendwann mal gesagt haben, ich will so eine Zeit erleben. Und was mache ich damit? So, und dann rekonstruierst du dir eine Zeit und Lösungen. Und dann kommen dir kreative Ideen, kreative Lösungen. Das andere, was ich sagen möchte, ist, wir alle tragen zur globalen Lösung bei, indem wir uns das Erfüllte vorstellen. Ja. Ich habe in meinen ganzen Büchern, auch privat, ich habe jetzt mit einem Freund gesprochen, ich habe Meditationen gehabt, mit Maharishi, Mahesh Yoga haben sie das gemacht, wo Menschen sich Felder gemeinsam vorstellen. Und das ist auch ganz für dich alleine machbar. Das ist ein Beitrag zu dem Feld der Zukunft, dass dich dann begrüßen wird. Jetzt hast du uns mal wieder ein Geheimnis, das du gerade gesagt hast, vorenthalten. Sag nochmal. Du hast uns ein Geheimnis vorenthalten. Was denn? Wenn du dir was Positives vorstellst, ja, Erfüllung. Dann ist es kein reduziertes Ego-Bild auf dich, sondern du stellst dir, behaupte ich jetzt, vor,
zum Wohle von dir und zum Wohle von allem. Das ist eine, genau, wunderschön, dass du das nochmal hervorhebst. Dieses Gefühl, das möchte ich gerne, wenn wir das in den Kontext des Universums stellen und sagen, so oder besser, for the highest good, für das Gute aller, dann sind wir nicht mehr verhaftet in diesem, das muss ich haben, sondern das ist meine kreative Lustvorstellung und Erfüllung. Und liebes Universum, mach, was du willst. Noch besser wäre auch gut. Ich nehme das gerne in Empfang. Genau. Danke, dass du das Geheimnis nochmal gelüftet hast. Es ist so selbstverständlich für dich, dass du zum Wohle von allen denkst und spürst und dir vorstellst. Das ist nicht für jeden normal. Der sagt, ich will meine Mercedes S-Klasse haben, das ist meine Vision. Das ist aber eine dürftige Vision. Die S-Klasse könnte sein, dass du die für irgendwas brauchst. Ja, wunderbar, dann ist es ein Beiprodukt. Aber als Lebensvision ist eine S-Klasse ziemlich dürftig. Ja, es sind und im Grunde genommen, Mercedes S-Klasse, Schloss haben, alles kann manifestiert werden, sobald du dich in den Dienst einer höheren Kraft stellst und dann dafür da bist, dass alles um dich herum aufblüht. Und dann kriegst du auch deinen Mercedes, wenn du den brauchst. Ja, und wenn du nicht mehr brauchst, geht er. Und wenn du ihn mal nachweist, dann bist du nicht. Wir haben John wollte unbedingt mal einen Mercedes haben und dann haben wir einen gebrauchten Mercedes hier auf Bali gekauft und ich so. Dann ist da mit Don durch die Gegend gefahren, dann fiel ihm auf. Der ist viel zu groß für die kleinen Bali-Straßen. Dann haben wir den Wagen verschenkt an einen Mann, der der freie Energiegeräte baut. Ne? Mhm. Weil er als, das wollten wir einfach als Geschenk ihm geben. Und dann entwickelten sich all die wundersamsten Erlebnisse dadurch. Mhm. Aber es war Don klar, ich brauche den Mercedes nicht wirklich, viel zu komplex, viel zu groß für diese kleinen Straßen. Ja, und er konnte sehen, womöglich ein Ego-Teil drin und den zu erleben, zu erfüllen, um dann zu feststellen, danke. Genau. Ich habe gedacht, Glück ist in einem Auto zu finden. Oh, es ist doch nicht da zu finden. Ja. Das haben wir die letzten 40 Jahre gemacht, Glück im Vermögen zu finden. Ja, ja. Es gibt einen Peter, der ein Buch geschrieben, die neuen verbreitetsten falschen Glaubenssätze über Geld. Ne? Einer meint, Geld macht glücklich. Also erste Million, ich bin nicht glücklich. Also zweite Million, halbe Milliarde, immer noch nicht glücklich. Und der andere sagt, Geld macht unglücklich. Also sobald es kommt, wegschicken. Ne? Wegfluss. Und beides ist einfach eine Störung. Ne? Ja. Beides ist außerhalb des Flusses. Und was wir lernen müssen, und dafür finde ich dann auch diese Vorstellung, ich möchte jetzt gern, was weiß ich, Audi in blau mit karierten Punkten drauf oder irgendwas. Probier es aus, damit du weißt, dass deine Gedanken sich tatsächlich manifestieren. Und dann gib mir keine Ausreden mehr, dass das, was du jetzt um dich herum lebst, nicht auch ein innerer Reflexion deines Inneren ist. Bist du jetzt im Moment glücklich? Super. Bist du unglücklich? Ist auch super. Was willst du wirklich? Guck, wo du dich gedrängt fühlst. Ich weiß, im Moment sind ganz viele Menschen dabei, gespalten zu werden in ihren Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften. Weil der eine sagt, du hast die letzte Verschwörungstheorie noch nicht erkannt. Depper! Und der andere so, nee, aber da ist wirklich alles, ne? Und ich sage immer, wir wissen alle nicht, worum es wirklich geht. Kein Mensch weiß mit Gewissheit, dass nicht bewusst oder unbewusst ein Virus, der tatsächlich schädlich sein kann, langzeitlich schädlich, ausgesetzt worden ist. Ich hatte, glaube ich, den Coronavirus im März, als ich aus Indien kam. Und hatte dann 4 Monate lang immer wieder alle 7 Tage eine ganz neue Erkrankung, bekam Hautausschläge, alles, ne? Luft, alles, was mal so. Und dann habe ich ganz viel Vitamin C zu mir genommen. 20.000 Milligramm. Weißt du, das ist mit einem, wenn du liposames Vitamin C nimmst, merkst du das nicht. Wenn du normales Ascorbic Acid nimmst, würde man nur Durchfall kriegen und Magenkrämpfe. Aber mit Liposam oder ich habe Nitrat, also auf Nitrat aufgebaut, Vitamin C zu mir genommen und die ganzen Symptome wurden kleiner. Es brauchte seine Zeit zum Heilen. Aber ich würde sagen, meine Lieblingsfantasie über was gerade passiert, du sagst die Mutter Erde. Wir alle haben irgendwo gewünscht, dass sich was verändert. Wir alle wussten, dass der Zug fährt an die Wand. Und wenn wir nicht abspringen, passiert irgendwas viel Schlimmeres. Und ich glaube, wir haben eine Notbremse gezogen, kollektiv. Und da können wir jetzt jemanden verdonnern dafür, dass die Notbremse gezogen hat. Wissen wir gar nicht, wer das jetzt war. Und ich meine, irgendwie, es ist entweder ein außerirdisches Konsortium oder künstliche Intelligenz. Ja, oder unsere aller Herzensenergie.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, früher oder später sind wir es alle selber. Ja, und wie wir damit umgehen und die Ideale, die wir halten, die leben wir und dann erleben wir sie, auch die wir nicht erleben wollten. Alles, wie du sagst, wo man sich gegen wehrt, das erlebt man dann auch und lernt es zu lieben, wie es in dem Buch der Erleuchtung ist, es egal, wie du sie erlangst, steht. Auch dies kannst du lieben lernen. Und sobald wir keinen Widerstand mehr haben, sondern es als Chance sehen, so wie du das so schön gesagt hast, als Gehweg, als Steig, dann können wir sagen, oh, wie kann ich aus diesem Moment meinen sonnigsten Moment des Lebens machen? Und dann stehst du plötzlich im Paradies auf Erden. Man muss wohl gut hinhören lernen. Ja, und folgen. Und was tun. Also für euch alle, die ihr zuhört, denkt dran, wie kommst du nach innen? Wie machst du dieses täglich? Und was sagt dir deine innere Stimme? Und wo hast du noch Resistenzen? Und kannst du die lieben lernen? Das zu sehen, wir müssen nicht Jahrzehnte in unserer Vergangenheit forschen, sondern im Moment zeigt sich das Thema, was jetzt angesehen, gelöst werden mag. Und wenn ich mich dem stelle, ja, und darum, du sagtest vorhin zu meditieren, hinsetzen, aber Gemüse schneiden ist eine Meditation, ja. Ich meine jetzt spezifisch die innere Anbindung auch wirklich üben, also da die Stille wirklich mal üben, täglich. Ja, aber dann ziehst du letztlich in alles ein. Dann bist du beim Autofahren in Meditation. Ja. Also und ich merke... Es braucht das Innehalten erstmal, um überhaupt die Verbindung herzustellen und dann zu schauen, können wir bei allem, was wir machen, in dieser Qualität hören und Energie sein. Ja. Und dann zieht sie ein. Und dann leben wir von einer anderen Ebene. Ja. Das ist, glaube ich, die Schwelle, wo es darum geht, Menschen einzuladen jetzt und zu schauen, seid ihr bereit, auf die nächste Lebensebene zu gehen? Vom Überlebenskampf wirklich in, du hast vorhin auch gesagt, in unsere Schöpferkraft. Und daraus wirken und unseren Beitrag machen. Ja. Und das zieht uns in unsere nächste Stufe der Evolution. Für mich ist es der Titel bewusstes, interaktives Mitschöpfen von einer multidimensionalen Ebene. Das ist der Aufstieg des Menschen vom Tun und Machen und Manipulieren hin zum Co-Kreieren von der inneren Welt her in die äußere Welt und die Erkenntnisse von der Holographie wirklich leben. Und dazu fällt mir einen Satz von einer Serviererin hier auf Bali, die sagte, du musst Dinge langsam machen, denn dann kannst du die Stimme Gottes hören. Und wenn man so rumrascht und macht und tut, selbst wenn wir reden, nehme ich mir den Moment der Stille, das Spüren von dir, während du sprichst und genieße die Energie in deinen Worten, die du sagst. Ich höre mit einem anderen Ohr als nur mit dem Ohr, das jetzt auf Sprache trainiert ist, hin. Und das fand ich von der Serviererin eine der größten balinesischen Weisheiten. Mach es, plan, sagt sie. Ja, also du hast einen Treffpunktplatz, wo man sich treffen kann. Ihr könnt noch euch treffen in Deutschland, ja? Ihr dürft es technisch noch, ja? Wir dürfen es weltweit, du darfst auch umziehen. Und dann darfst du zu Freunden ziehen. Ah ja, ach, du darfst umziehen. Ja, auch da, wo ein Lockdown ist, wo eine Ausgangssperre ist. Ah, kannst du umziehen. Wenn deine Wohnung gekündigt ist, meldest du dir eine neue Adresse an und ziehst zu deinen Freunden ein. Und plötzlich seid ihr eine neue Gemeinschaft. Ist nicht verboten. Siehst du? Und dann lebst du mit Menschen, nicht in Einsamkeit, sondern in der Gemeinschaft. Weil es war ja bei uns auch im Jonathan, außer dass wir weniger Gäste hatten, wir hatten es wunderschön, wir hatten Zeit mehr mit der Permakultur zu machen, wir konnten an See fahren, wir konnten in die Berge fahren. Ja. Da gab es keine Beschränkungen. Ja. Ja. Aber viele haben die in den Kopf gemacht, sagen, wir dürfen nicht mehr aus der Wohnung raus. An anderen durfte das nicht mehr, aber auch da durfte es umziehen. Ja. Ja. Oder ja, mein Sohn Jonas ist gerade zurück nach Argentinien, um sein Abitur dort zu machen. Und er hat es auch 14 Tage Quarantäne. Nur sie haben den Luxus, dort ein Haus zu haben. Und jetzt hat er drei Freunde eingeladen und genießt die 14 Tage Quarantäne in einer wunderbaren Zeit, wo die endlich mal Zeit haben, so nah zusammen zu sein. Genau. Und ich sitze hier am Strand, gehe hin von unserem, wir haben ein frisches Haus gebaut. Und weil ich das Gefühl hatte,
Es muss. Und das, weißt du, das ganze Universum kollaboriert dann mit uns. Und plötzlich stand im allerletzten Moment, wo alles hätte sein müssen, stand alles. Alles wuchs. Und ich gehe an den Strand. Ich genieße es. Ich habe Zeit und Ruhe. Ich kann meditieren. Ich kann schreiben. Ich kann kreieren. Don und ich haben jeden Morgen, mittags und abends Zeit, uns zu lieben, zu tanzen, zu philosophieren, Kuchen miteinander zu essen. Kürbiskuchen mit Schokolade. Wow. Lecker. Wenn aber den Schokolade baust du noch nicht an, oder auch schon? Ja, das bauen unsere Nachbarn an. Also ich muss ja nicht alle selber machen. Ja. Nee. Also baust du ihn an bei deinen Nachbarn? Naja, die bauen an und wir tauchen. Also ich meine, weißt du, im Grunde genommen, auf einer Insel wie diese sind wir schon gesegnet. Ne? Wir haben ein ganzes Jahr über können wir anpflanzen. Und dann habe ich Sachen kennengelernt, wie mache ich Milch aus Kokosnüssen? Die musste raspeln, trocknen, einlagern. Wenn ich jetzt was brauche, weiche ich die wieder ein und schmeiße die in meinen Vitamix mit Wasser, ein bisschen, was weiß ich, Honig rein und Zimt und schon habe ich leckere Kokosnussmilch. Naja, gut. Ja, und dann denken Leute so beschränkt, man kann das nur im Naturkostladen kaufen. Ich habe heute früh auch ein paar Dinger Kurkuma, Gelbwurz, ja. Ein paar Körner Hafer, ja. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Kakao. Und dann deinen Chai gemacht. Ein bisschen Öl und dann durch einen Vitamix geschickt und wunderbar. Ja. Und das war dein wie viel Haferflocken hast du reingetan? Na gut, ich habe für 5 Leute gemacht, da waren 2 Löffel, nicht okay. Haferflocken, Hafer. Frischen Hafer ist besser dann als die Haferflocken sogar. Ah, ja? Hast du dann Milch damit gemacht oder was? Naja, das ist Hafermilch, ist ja nichts anderes. Also es waren noch 4 Datteln drin, die ich auch selber mitgebracht habe aus Tunesien. Also 4 Datteln drin, ein bisschen Hafer, ein bisschen Ding. Ja. Das kostet fast nichts, ist total frisch und ist wunderbar. Überhaupt für alle von euch, wenn ihr Milch braucht, ich mache das jetzt, die Hafermilch mache ich, nehme, sagen wir mal, was ist das auf Deutsch, eine Tasse, sagen wir mal, eine Tasse voll Hafer, eingelegt über 4 Stunden oder über Nacht und dann den Vitamix und dann die paar Sachen dazu, was immer du hast, Rosinen oder Datteln oder gar nichts oder Zucker oder ich mache es auch manchmal ohne und dann hast du Hafermilch, das sie durch ein Sieb laufen lassen in eine Flasche und dann hast du das ein paar Tage lang. Es ist genial. Es ist, du brauchst bloß, also ich nehme, egal welchen Hafer, aber ich nehme nicht die Schmelzflocken, die kernigen einlegen. Ja, ich nehme frischen Hafer. Einfach die Samen. Noch ah ja, das, Samen. Also hier, weißt du, weil das, ich muss ja dann immer kaufen, was wir auch hier haben. Also das haben wir hier, aber wenn ihr in Deutschland Körner habt, habt ihr Körner. Und ich habe einer Freundin in Tunesien in der Wüste eine kleine Hafermühle mitgebracht und Hafer. Ja. 5 Kilo Hafer, damit kommt sie mehr als ein Jahr und macht sie jetzt jeden Morgen ihr frisches Ding. Gell? Und hat sie ja dort in Tunesien als Französin, was in Supermärkten gab, für ihr Frühstück gekauft. Und dann brachte ich ihn her und sagte, oh, und sie ist so glücklich. Mach kurz, genau. Du drehst 5-mal, hast deine Haferflocken. Es ist so einfach, wenn wir wirklich hinschauen. Ja. Und die Qualität ist natürlich höher, weil es ist frisch. Ja. Und du wirst kreativ und du empfindest das, was du dann brauchst. Ah, da kommen die Lösungen auf dich zu. Du musst bloß sagen, lieber Gott, lass mich mal gucken, was kann ich jetzt machen? Und schon kommt eine Idee. Und diese Intuition trainieren, das kann man wohl üben. In den Kursen Leben aus der Vision, da haben wir wirklich Schritt für Schritt. Und da hatte ich mal einen Mann, der hat gesagt, er war früher Filmmacher im Zweiten Deutschen Fernsehen und war Regisseur. Und wollte jetzt Kursleiter werden für den Kurs Leben aus der Vision. Und er hat sich gesagt, ich will es mir beweisen, ich will ein Audi haben. Einen blauen Audi mit Cabriolet und frei. Und ich will mit den Haaren nach hinten, er hatte weiße Haare mit 65 Jahren, wollte er da durch die Freiheit fahren. Und für ihn bedeutete Cabriolet fahren Freiheit. So, und dann stellt er sich das vor. Aber was er sich vorstellte, war nicht das Auto. Da setzte er sich wohl im Geist rein. Aber was er nachher als Inbegriff von Freiheit sah, war die Möwe Jonathan. Und dieses Gefühl, ich bin jetzt die Möwe Jonathan, ich kann fliegen, bedeutete für ihn, er fährt mit dem Auto und hat das Auto. Nach 3 Wochen kriegte er einen Anruf von Lotto Toto und die sagten, wir wollten Ihnen mitteilen, dass Sie ein Audio Cabriolet gewonnen haben. Der war so, was? Welche Farbe hat das? Konnte sich kaum glauben, trauen zu. Rot. Na, sagte, ich wollte aber doch ein blaues haben. Dann hat er mich eingeladen. Ich musste nach Wiesbaden kommen, um das auch mit eigenen Augen zu sehen, dass er das sich manifestiert hatte. Deswegen meinte ich vorhin, dass manifestieren manchmal bedeutet, einfach bloß zu wissen, ich kann co-kreieren. Und dann geht man von, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Und was ich noch nicht kann, darin übe ich mich. Alles ist eine Reflexion. Also bin ich bereit, Verantwortung für meine Reflexion zu nehmen
komm raus aus diesem Gefühl, die wollen alle was von mir. Ich habe Leute, die sagen, ja, ich kreiere alles, aber jetzt im Moment werde ich ja unheimlich angelogen von der Regierung. Da sagt ja kein Mensch mehr die Wahrheit. Naja, die hat noch nie eine Wahrheit gesprochen, das ganze Jahrhundert, die ganzen Jahrtausende noch nicht. Aber die Tatsache, dass du für dich deine Wahrheit kreieren kannst, die hat auch nicht damit was zu tun, ob andere Leute lügen oder nicht. Also, nein, aber ich kann jetzt nicht anders und ich bin da drin gefangen. Ja, sag ich, und wie viel hast du verstanden, dass du dein Leben kreierst? Ah, weißt du, man redet, ja, ich kann kreieren und dann redet man, nee, aber ich bin Opfer. Und da muss man sich zuhören und sagen, bin ich wirklich so viel schon Kreator oder entschuldige ich mich noch 45% der Zeit? Und dieser Mann, der Regisseur, der hatte, was er hatte, ist, er hatte ein Selbstbewusstsein. Er sagte, es steht mir zu. Erfüllung steht mir zu. Habe ich schon viele Jahrzehnte gelebt und das erlaube ich mir auch jetzt. Deswegen bekam er auch seinen Wunsch in 3 Wochen. Es gibt andere Menschen, die brauchen ein bisschen länger, um sich das zu erlauben, zur Erfüllung zu kommen. Das ist der einzige Unterschied, den ich sehe. Und zwischenzeitlich nochmal ein Geheimnis. Erzähl. Also sagen wir mal, ob du es auch so siehst. Weil, was mir bewusst wurde in den letzten Jahren, ein wichtiger Schritt ist das Kapitulieren, das Aufgeben. Das Loslassen. Mhm. Das Ego. Also für mich auch, wenn ich Menschen führe in die Vision, mhm, auf verschiedenen Ebenen, und ja, dann mache ich gerne ein Symbolbild, eine Glaskugel, in, ja, der ein Symbol für die Vision ist. Und dann gebe ich die frei ans Universum. Genau, genau, genau. Ja. Und dann kann das Universum mitwirken. Bei Alor habe ich wieder keine Chance. Ne? Ja, aber wenn es für uns behalten. Genau. Das ist die, also wenn Leute sagen, das ist meine Vision. Ja. Nein, das Ego kommt Vision haben. Ja, ja. Aber ja, in der Schöpfung ja. Und ja, dann können auch andere daran teilhaben. Und ich muss nicht meine Vision gegen den Rest der Welt und gegen so eine Vision. Ja, genau. Also du hast vollkommen, wo sind wir jetzt? Bist du wieder da? Okay, ich bin da, genau. Ja. Das Universum ist eine Kraft und wir sind eine Kraft und in der Synthese entsteht etwas Neues. Und dann sind wir in der Hingabe. Ja. Es ist, im Kurs Leben aus der Vision nennen wir diese verschiedenen Schöpfungsphasen. Das Reagieren, also erstmal das überhaupt ganz Primitive, das sich als Opfer fühlen. Dann reagieren. Ja. Reagieren ist aber auch schön. Wenn ich nicht reagieren würde, dass, wenn ein Kind schreit, dass ich hingehe, wäre auch schade. Mhm. Dann das ich will, ne? Und dann das, ach, ich will das, was das Beste ist. Schöpfen, mitschöpfen. Wunderschön, ja, danke, dass du es so schön ausgeführt hast. Und da ist schon die Frage, wo, weil du fragtest ja auch, was macht Sinn zurzeit, also wo wirklich die Schätze, die wir haben, teilen. Also ich sage es auch anderen Leuten, die eine bestimmte Reife haben, hey, es wäre doch blöd, wenn du deine Erfahrung, dein Wissen mit ins Grab nimmst. Ja. Das will geteilt werden. Und ich denke, das ist auch die Phase jetzt, wo wir einfach das schenken und teilen und Menschen einladen, davon zu partizipieren auch. Ja, ja, ja. Und davon lebt das ganze Rad. Wir werden immer von irgendjemandem inspiriert und geben irgendjemandem eine Inspiration. Das ist und es ist immer mehr, dass wir auch gegenseitig, also ich merke bei den Wüstentouren, wo ich sage, ja, am Anfang ist wichtig, dass wir den Lead haben und der Gruppe eine Richtung geben. Ja. Und dann immer mehr wirken alle zusammen, wenn dieser Energieraum da ist. Okay. Und dann fallen wir als Begleiter, als Leiter, wir werden ausfallen. In der Rolle immer unwichtiger. Und ja, natürlich, wenn wir gefragt sind, bringen wir unseren Teil ein. Aber ja, was in der Gruppe passiert unter den Menschen, bekommt immer mehr einen Wert. Oder auch zwischen den Menschen und der Wüste. Die macht ja. Das, ja, ja, ja. Wüstenreisen. Ja. Wüstenreisen. Charles, wenn ich mal überlege, eins der wichtigsten Sachen, die ich gemacht habe, ist natürlich mit Delfinen schwimmen. Mhm. Aber das andere war in die Wüste gehen. Mehrere Male in meinem Leben. Das ist so. Wie sieht es denn im Moment mit deinen Wüstenreisen aus? Geht das? Steht das an? Ist da im Moment, legt ihr das? Also wir können Jahr? Wieder. Jetzt ja? Im April war das erste Mal, dass wir nicht waren. Okay. Wobei ich habe dir, da war es 14 Tage Quarantäne in Tunesien, habe gesagt, können wir nicht die Quarantäne in der Wüste machen? Ja. Es ist kostengünstig und beste. Ja, ja, aber war nicht. Aber ich merkte auch, es war innerlich der Drive gar nicht da. Bin auch jetzt gerade am Schauen, weil ich darf entscheiden jetzt, machen wir im Oktober Wüste. Aber wir machen hier auch in Bergen, waren gerade ein Gewahrseinswalk in Bergen machen, sanfte unterwegs zu sein, hatten eine Alm für uns. Ja. Ach. Und da passiert so viel da drin und ich bin halt gern mit Menschen in der Natur, weil die Erdung fehlt uns. Ja. Ja. Und barfuß in die Berge unterwegs sein oder auch mit Bergschuhen ist vollkommen, nee, es ist nicht vollkommen wurscht, es ist unterschiedlich und wo gehen wir barfuß und wo nicht und kriegen die Verbindung zu Mutter Erde und Die Stille, Erde, Himmel und Erde.
Wunderschön. Und kommen dann zurück und sind wirklich, ich habe ja, weiß nicht, mein Symbol hier. Aha. Kennst du den? Nee, aha, das ist Himmel und Erde. Ein Berber-Symbol, der freie Mensch zwischen Himmel und Erde. Und dann betteln wir auf Erden nicht um geliebt werden, um Anerkennung. Die Reaktion der Menschen ist uns egal. Wir sind als Provokateur auch unterwegs. Genau. Weil wir sind angebunden. Und wenn wir Widerstand ernten, dann denkt man nicht, wir sind falsch, sondern wir denken, ah, wir lösen was aus. Ja, wunderbar. Dann können wir auch Ruhe geben. Und wenn die Leute auch nach 5 Jahren wiederkommen, sagen, du warst der Einzige, ich habe meine Muster reingefunden. Ich war so sauer auf dich. Und dann habe ich noch 2 Ehrrunden gebraucht. Und jetzt habe ich es kapiert. Und jetzt endlich ist mein Leben auf einer neuen Ebene. Ja. Und jetzt habe ich noch ein halbes Jahr gebraucht, um dich anzurufen und Danke zu sagen. Ach, wow. Dann sagst du, ja, wunderbar. Ja? Wow. Ja. Aber wenn wir es versuchen, den Menschen recht zu machen, ja, da keinen Widerstand zu ernten, haben wir schon verloren. Ja. Und es geht nicht darum, Widerstand zu ernten, aber wo es notwendig ist, dazustehen. Ja, ja, und jeder, ich habe gestern bei meinen Angestellten in U-Boot, da haben wir ja eine Spa, da habe ich gesagt, da war sowas, ja, aber die sollen mich fragen und ja, aber wir sind doch ganz offen, sag doch selber. Und dann habe ich gesagt, er ist Fisch, du bist Widder, du hast ein anderes Temperament, du kannst frei reden, der andere, der braucht die Einladung. Sind wir doch mal ehrenwürdig für die Charaktere, die wir sind. Die Spielpersonen, die wir angenommen haben, die hat eine Fähigkeit, Talente und die andere, wir ergänzen uns, aber wir aufeinander achten, gucken, wo passen wir, was ist der andere, feinfühlig werden, ist auch eine Chance, um die Vielfältigkeit in der, das Göttliche in dem Mosaik zu erkennen und zu sagen, okay, der eine kann dafür stark sein, aber ich habe diese Woche auch gelernt, das war ja jetzt gerade das Löwentor, wir haben im Moment auch wieder im Löwen. Und Mars ganz stark für ein halbes Jahr. Und Konflikte fliegen rechts und links bei den Menschen auf. Zu wissen, dass diese Energie, dieses Konflikthafte da ist. Zu wissen, es geht darum, dass ich gerade stehe, aber nicht in Kampf ausarte. Sondern das, was ich wirklich brauche, auch einfordere. Einfordere in dem Sinne, mir das auch zulasse. Ich muss vielleicht klar sagen, das gehört mir. Und das erlaube ich mir oder das steht mir zu. Also in den Punkt zu kommen, wo man dann sich selber das auch eingesteht. Aber und vielleicht bei dem einen benötigt es das gerade stehen, bei dem anderen benötigt es das sanfter werden. Das Endresultat ist, mit den Energien, die im Moment die Erde umgeben, in Harmonie zu kommen und wissend damit umzugehen und zu wissen, mein Typ muss jetzt das lernen oder mein Typ muss gerade das üben. Ja, und ich finde dein Berber-Symbol fantastisch, denn in der Freiheit mit Zwischenhimmel, von dort ja die Erfüllung kommt, zu Erden und dann das Zwischenstück der Verwirklichung von Traum und dem Treffpunkt zwischen dem Ganzen, dem Teil und dem Ganzen, das Göttliche und dem manifesten Teil, was ja jedes Individuum ist, zu erleben. Das ist der Schnittpunkt, wo die extremste Freude stattfindet, wo Gott sich im Detail findet und das Detail sich in Gott einfindet. Vielleicht lässt sich das ganz einfach reduzieren. Ich kam gerade zu überlegen, wie lässt sich es einfach übersetzen? Womöglich sind wir nur hier, um unsere Liebesfähigkeit zu entwickeln. Mhm. Also, und wo immer wir sie entziehen, also wenn wir auf diese Politiker schimpfen, dann sind wir aus der Liebe raus. Wenn wir, sie machen auf ihre Art das Beste, sind auf ihren. Ich unterstelle ihnen keine Bösartigkeit, weil wenn du wirklich im Bewusstsein bist, kannst du nichts Negatives machen. Du bist dann tatsächlich auch Opfer. Aber wie kann man ihnen helfen, aus der Opferrolle rauszukommen, in die Täterrolle? Und der Schlüssel Schöpfer. Ist, sie mit unserer Liebe umarmen auch. Ja, genau. Und da habe ich solche Wunder erlebt, auch Menschen begleiten, wo es einen Widerstand gibt. Das ist egal, ob ein Steuerprüfer zu uns kommt. Ja, nehme ich ihn in meinen Liebesraum rein? Genau, Charles. Das ist, wenn der Feind plötzlich zum Freund wird und er in die Höhe mit dir in die höheren Ebenen geht, dann plötzlich fällt der ganze Spuk weg. Das habe ich gerade letzte Woche erlebt. Entschuldigung, sorry. Ja, nee. Es ist so schön, dass du das sagst. Ganz toll. Nee, das ist das Allerwichtigste, was wir machen können. Je mehr wir jemand anderen verurteilen oder verteufeln und sagen, die Bösen, wir verstärken die Position nur. Und warum sind wir gerade in der Realität, wo das gerade ist? Da, weil wir gerade da Resonanz haben und wir uns erheben wollen darüber. Ja, und wenn man beim Steuerprüfer bleibt, wir machen den ja in unserer Vorstellung zum Feind. Und ich habe gemerkt, Menschen gehen so in Fantasie, da kommt jemand, Sozialversicherungsprüfung, jemand geht in Fantasie und was alles passieren kann. Ja. Ich denke,
empfangen den erstmal, wir haben unsere Unterlagen, wir haben alles sauber gemacht. Ja. Und dann ist jemand richtig entsetzt danach, dass der eine Freude mit uns hat und nach einer Stunde geht und sagt, alles in Ordnung. Alles? Ja, es gibt eine kleine Nachzahlung, braucht man einen Steuerberater zu 22,50 Euro. Und dann sage ich, wunderbar, die zahlen wir gerne. Für 3 Jahre Prüfung, wunderbar. Da braucht man keinen Steuerberater, braucht man nichts. Ach, da sagen sie einfach so ja dazu. Ja. Ah, genau, weil du keine Resistenz hattest, weil du ihn lieben konntest dafür, dass er da ist. Das ist ja auch dein Universum. Und wir sind in Gemeinschaft. Und wenn wir uns vorstellen können, dass einige Leute meinen ja, in der Gemeinschaft gibt es nur ich will, ich habe, ich bekomme, ich will, ich habe jetzt eine Freiheit zu bekommen. In Gemeinschaft gehört 50% mindestens Einordnung, Unterordnung und Kooperation. Und wir leben in der Gemeinschaft, in der größeren und kleineren Gemeinschaft. Und in keiner Familie, in keinem Freundeskreis, in keiner Ehe und in keiner politischen Gemeinschaft kann ich nur das machen, was ich will. Nirgendwo. Geht nicht. Und insofern ist es eine Übung von Kooperation und gucken, wie kann ich das ganze System mit anheben. Und das Beste ist, wir gehen nach Hause und sagen, wie hätte ich es gerne, wie wäre es, wenn diese Systeme auf ihrer nächsthöheren Ebene sich ergänzen würden, sodass ich in der Welt gerne leben möchte. Und dass wir den Samen für diese Energiewelt geben, die sich dann manifestieren wird. Ja, und die Qualität lebt in dem Moment schon in unserem Herzen und dann kann sie sich ausweiten. Ja. Ach, ich fand deine Story eben vom Steuerberater passt genau auf unsere gegenwärtige politische Situation. Je mehr wir sagen, guck mal, alle tun ihr Bestes. Auch wenn sie was Schlimmes tun, tun sie immer noch nach ihrem Ermessen das Beste, was sie können. Und dann sagen, okay, und? Der nächste Schritt? Kein Mensch will von uns zurück in die Königszeiten, glaube ich, oder? Kein Mensch will im Mittelalter mehr leben. Je nachdem, wie die Qualität des Königs ist. Naja, weil wenn der da ist, dass er wirklich die Ebene hat, die ja Plato beschreibt, wenn wir in jenerseits von bedürftig sind, erst dann, es gibt Phasen im Leben, wo da wollen wir was beweisen und erreichen, und da lernen wir auch wunderbar. Aber um ein Volk zu führen, sind wir in der Bedürfnislosigkeit. Und erst dann können wir zum Wohl von allen entscheiden. Und wenn der König da ist, wunderbar. Weil der hat ja auch unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Genau. Und da scheuen sich manchmal alle Politiker und versuchen mit allen Geldmengen zu vermeiden, weil ihre Wahl könnte ja gefährdet sein. Und genau. Das ist dann so ein Abhängigkeitssystem, da kannst du nur von außen aufschauen und sagen, ganz schön verrückt, ist zum Untergang verurteilt. Ja. Wie Erich Fromm sagt, wenn die Pflege der Liebeskultur nicht Zentrum ist, ist eine Kultur zum Untergang verurteilt. Also in der Ehe so, das ist in der Arbeit so, das ist egal wo so, ja. Also dann ist jeder Konflikt in unserem Begegnen ein Geschenk, um unsere Liebesfähigkeit zu erhöhen. Und das ist erstmal scheinbar verrückter Blickwinkel, aber letztlich der einzig gesunde. Ja, und jedes Mal, wenn man sich die Zeit nimmt, einen Konflikt zu lösen, kommt man sich näher. Ich meine, Deutsche sind da relativ noch ganz gut drin. Amerikaner gehen Konflikten super gern aus dem Weg als Kultur, denn die haben ja sehr viel Platz, die können ja gleich abhauen. Mhm. Aber wenn wir uns mal durchgerissen haben als Kinder oder Jugendliche und rausgeraucht und dann verstanden haben, waren wir dickere Freunde als vorher. Und das hat auch jeder in der Beziehung erlebt. Wenn man durchgegangen durch einen Konflikt, ist eine neue Ebene. Ja. Aber da ist die deutsche Sprache wieder eher. Das heißt, darüber müssen wir uns mal auseinandersetzen. Auseinandersetzen? Ja. Wie wäre es, wenn wir uns zusammensetzen? Ja. Und dann schauen wir zusammen auf das Problem, anstatt es auf dem anderen zu projizieren. Dann sitzen wir wirklich nebeneinander und schauen auf die Sache. Und dann können wir die Sache untersuchen und sind nicht da, was der andere falsch gemacht hat, sondern können auch sagen, was wir denken, was er falsch gemacht hat. Aber es ist nicht in der Projektion, nicht sondern in unserer Wahrnehmung. Ja, nicht mehr in der Konfrontation dessen. Auf alle Fälle. Also ich hoffe, dass, bevor wir hier ewig ausatmen, Charles, es ist so ein Geschenk, mit dir zu reden. Ein so schönes Geschenk. Die Weisheit, die du lebst, ist echt wahnsinnig toll. Aber bei dir ebenso, ne? Ja, da danke freue ich mich, dass eine. Ich weiß, ist das eine Bruderschaft, eine Schwesterschaft? Was heißt die? Gleichschwung. Aber das ist wieder der Bruder ebenbürtig, also von gleicher Geburt. Und die Frage, erinnern wir uns alle, dass wir letztlich von gleicher Geburt sind, uns ebenbürtig sind, aber trauen wir uns, es auszudrücken, dem zu folgen. Und da ist Freude, deinen Lebensweg zu sehen und auch, was du jetzt teilst. Ja, ja. Also wie auch immer, wir zwei sind Visionäre. Natürlich hat jeder seine Aufgabe und es kann nicht jeder gleich sein. Wie wir vorhin schon sagten, der Straßenkehrer oder der König, es sind alle gebraucht. Und je mehr wir uns auseinandersetzen mit dem, was ist und sagen, wie kann ich es besser machen,
anstatt aufeinander zu schimpfen und im Konflikt zu bleiben, denn dann trennt man sich alles und dann sind keine Energien mehr da. Da kommen wir weiter. Und es wird schöner werden. Die Welt wird auf eine Art und Weise in 100 Jahren, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie sich jetzt, wie der Film ausgeht, ja, aber ich möchte nicht umgekehrt im 18. Jahrhundert leben wollen, als Frau. Sorry. Also vielleicht war es auch da schön, aber was ich jetzt habe, ist noch schöner. Ja, es kommt darauf an, welche Gemeinschaft. Es gab damals auch ganz andere Gemeinschaften, wo Frauen sehr gewürdigt waren. Ja, aber im Großteil durften Frauen nicht mal an die Uni oder singen oder sonst irgendwas machen. Ja, meine Mutter war eine der ersten auch, ja. Ja, also insofern, sie lebt im 18. Jahrhundert. Charles. Na, aber Anfang, sie ist 1915 geboren, ja. Ja. War die erste Frau, die Brauwesen studiert hatte, obwohl sie damit überhaupt nichts am Hut hatte. Aber war im Chemienzweig, ja. Wow. Und war damals noch nicht so normal. Oder man kann sich jetzt sehen, in Tunesien, da wächst eine neue Generation heran. Ja. Die Veränderung ist nicht aufhaltbar, weil der Ben Ali, auf dem man sagen kann, was man mag, er hat die Schulpflicht für die Mädels eingeführt. Ja, super. Die durften früher nicht in die Schule. Ne? Und dann kann es davon ausgehen, dass sich so ein Land innerhalb von 20 Jahren, 25 Jahren verändert. Grundlegend. Ja. 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 Weil wenn wir aufhören, die Frauen dumm zu halten, dann sind wir Männer mit dem alten System schon ziemlich in Gefahr, oder? Ja, das ist doch nicht mehr ganz so einfach. Aber befriedigend war das garantiert auch nicht, immer der Kasche-Pascha zu sein. Also, und dann wechselt sich das ja eh ab, ne? Mal du Frau, mal ich Frau, ne? Und da schon im Moment die Frage, wo kann man Beitrag und auch Menschen einladen, diesen Weg zu gehen? Weil er führt durch uns und wie du sagtest, wie mag die Zukunft sein? Es beginnt in uns und nicht irgendwo außen, ja? Ja, und dann begegnen wir dem anders. Und insofern sich jeden Tag Zeit zur Stille nehmen, jeden Moment, wenn man kann, mit Bewusstsein füllen. Aber ich merke schon den Riesenunterschied, wenn ich intensive Zeit mir zur Stille nehme oder mal weniger intensiv, der Unterschied ist krass. Also das, was an Zufällen passiert und die Koordination aus einer höheren Ebene, die häuft sich, je klarer ich zum Zentrum eingespult bin. Also es ist empfehlenswert. Na, es ist eine Basisgeschichte, es ist eine Version. Für die Vision ein Basisbaustein, dass wir uns diese Stille nehmen des Innehaltens und aus dem Getriebensein und im Rennen zu müssen, also zu meinen, wir müssen rennen, aussteigen und merken, aha, was ist wirklich jetzt wesentlich, was ist denn so? Die inneren Ebenen. Wir gegenseitig begleiten, dass diese Dimension wieder ganz selbstverständlich ist. Dass auch Menschen, wenn sie in Streit kommen und merken, ah, jetzt lass uns mal innehalten und spüren, anstatt Vollgas zu geben. Ja. Nach oben gehen. Mein Don und ich hatten früher so einen Satz, wer zuerst an sein höheres Selbst denkt, also als Spiel und mit dem anderen im höheren Selbst sich begegnet, der hat gewonnen. Und das Geheimnis am Schluss gebe den beide, ne? Ja, ich meine, das zieht den anderen mit rein und wenn du da hineingehst, machst du dein Herz auf. Weißt du kannst nicht da oben irgendwo in deinen höheren Schwingungen sagen, du Bösewicht, das geht nicht. Ne? Ja, du kannst ein Stückchen aus Theater spielen und dann wird es in seiner Lächerlichkeit einfach deutlich auch. Das ist wunderschön. Ja, ne? Ja, genau. Also ich meine, in einer höheren Schwingung kommen wir in den Gleichklang und in die Harmonie und nehmen die Multifacettenfähigkeit unseres Seins gegenseitig wahr und begegnen uns in Einheit. Das können wir sogar digital erleben. Also ich spüre dich, ich danke dir, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Alle Menschen kriegen das, was sie brauchen und kriegen auch den Spiegel, den sie brauchen, im richtigen Moment. So. Und dann erkennen, Moment, das ist jetzt mein Spiegel. Was kann ich davon lernen? Was will ich wirklich, anstatt auf den Spiegel zu schimpfen? Das ist die Antwort. Oder ihn zertrümmern, ne? Oder jetzt ist es gelöst. Endlich mein Spiegelbild weg. Ja, das machen genau. Die bringen lieber ihren Partner um, anstatt sich zu begegnen. Und es gibt andere, die bringen sich selber lieber um, anstatt sich zu begegnen. Ja, es gibt alles unter dem Himmel. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Menschen, die wir hier, denen wir begegnen, sind Menschen auf dem Weg des Wachwerdens. Und wir haben davon so viel mehr, als wir vor 30, 40 Jahren hatten. Ja, aber wo ist schon extrem und viele müssen es erleben. Ich erlebe doch öfter, dass irgendwelche Menschen sagen, ich mag mich nicht, ich bringe mich um. Und welchen Vorteil versprichst du dir davon? Dann komm auf die andere Seite. Shoot, bin immer noch da. Weiter. Das ist so. Was vermeidest du, ja? Wenn ich Leute in vergangenen Leben, also aus vergangenen, die ich kannte und dann in neuen Leben wiederentdecke, ich muss dir sagen, es ist erschreckend oder wunderschön,
wie viel Ähnlichkeit existiert. Was die Menschen machen, wofür sie sich einsetzen, es ist, wir verändern uns nicht rasant. Es ist nicht wie so, mal bin ich so und dann bin ich so. Das geht alles schön peu à peu. Also können wir gleich hier, jetzt, diesen Moment uns peu à peu entfalten. Du, Charles, bevor die Zeit zu lang ist, yes. Wir haben jetzt glatte anderthalb Stunden miteinander geredet. Wir wollten die Hälfte davon machen. Meine Güte. Ich danke dir. Du schickst mir deinen Teil, den du vorhin aufgenommen hast. Ich füge den zusammen und mache davon einen Schnitt und schicke dir das dann zu. Danke. Charles, kannst du Menschen ein paar Links geben? Am besten mir oder wir schicken uns die gegenseitig zu, damit ich die in YouTube reinpflegen kann und vielleicht auch in unserem E-Mail an unseren Kundenkreis, wo Leute dein Buch lesen können oder Jonathan finden können, meine Sachen finden können, dass wir die angeben, wo Leute einen Schritt machen können, wenn sie wollten. Und ich sehe es wirklich, wo treten Menschen in Verbindung, auch wenn sich jemand gerufen fühlt, damit dir in Verbindung zu sein, merken, da hat ihr immer noch was bereit, wo mein Leben in eine nächste Ebene gehen kann. Ja. Oder wenn jemand Lust hat, in Verbindung zu treten, ich stehe auch für Coaching zur Verfügung, aber man kann auch herkommen und wir kreieren Begegnungsräume, das sehe ich in der Zukunft wichtig, dass wir wirklich zusammenkommen, zusammen untersuchen und dann schauen, was sind wirklich die nächsten Schritte und dass wir uns Unterstützung gönnen auf dem Weg. Wir müssen nichts selber machen, wir haben keine Chance. Ja? Und wo sind gute Begleiter? Uns wird immer mehr, dass wir uns auch gegenseitig begleiten. Aber schauen, wo bringt jeder sein Potenzial an? Welches Geschenk hat er dabei? Ja, es ist so schön. Wir haben ja jetzt eine Kultur, in der wir uns langsam eingestehen, dass es okay ist, einen Coach zu haben oder eine Coaching-Session zu nehmen. Wenn jemand eine Linse hat, die schon ein bisschen größer durchpoliert ist als die eigene, ich bin so dankbar für all die Lehrer, die sich die Zeit genommen haben, mich zu unterrichten. Also ich bin unendlich dankbar. Ich sage heute, gestern noch habe ich gedacht, ich würde denen am liebsten allen einen Liebesbrief schreiben. Aber manche sind schon nicht mehr. Hast du gerade schon gemacht, von deinem Herzen her? Ja, habe ich im Herzen offen gemacht, immer wieder. Ja. Und auch dir schreibe ich ein Danke dir, Charles. Ich danke dir für deine ewig brüderliche, ebenbürtige Offenheit. Und das kindliche Offensein, das du dir bewahrt hast, einfach kein, weißt du, Obelix zu haben, sondern einfach zu sein und verbunden zu sein und das anzubieten. Und ihr werdet jetzt demnächst auf dem One Spirit Festival sein, auch wieder vertreten auf dem Strand. Ich schicke es vorher noch an alle, vielleicht gehen ja noch Leute hin in der letzten Minute und melden dann sich an. Nimm mir dein Buch auch mit hin. Oh wow. Toll, danke schön. Ja. Vielleicht gibt es ja noch mehr Infos von dir, die wir dort auch teilen können. Ja, gerne. Schauen wir mal, ob ich noch was auf die Schnelle hinkriege. Aber das ist ja schon nächstes Wochenende. Also ich wünsche dir euch eine schöne Reise, ein schönes Zusammenkommen und Inspiration, die dann viele Menschen berühren wird. Danke auch an Thomas, an Miriam und seine Mitarbeiter und seine Frau und alle, die zusammen immer wieder diesen Punkt setzen von Gemeinsamkeit. Namaste.